Jetzt steht da noch ISPA. Wer hat das eingetragen? Ah, Herr Schubert von der ISPA. Welche eine Überraschung! HDMI wäre besser. Ja, HDMI wäre besser, aber da hat das Budget nicht gereicht. Sorry. Ach so. Wenn es möglich wäre. Ich weiß nicht, ob es geht. Aber da muss man noch umfahren. Genau. Tut mir leid. Ja, ist das gut? Auf so ausdrücken. Dankeschön. Total oldschool, also entschuldige mich für die alte Ausstattung. Wir sind eine ressourcenkonservative Interessenvertretung, gell? Das ist ganz wichtig. Das bringt mich jetzt allerdings auch schon zum Thema, worüber ich sprechen möchte. Das geht jetzt gerade leider nicht. Ich kann es euch aber auch ganz einfach erzählen. Und zwar, die ISPA wird 20 Jahre alt. Und wir haben heute in der Vorstandssitzung lange darüber gesprochen, was haben wir vor, wen wollen wir alle einladen, wie schaut unser Logo aus, das ihr gerade nicht seht. Und da war, wir haben viele Punkte, wurden heftig debattiert, aber ein Punkt, der völlig klar war, war, dass wir auf jeden Fall die Zivilgesellschaft als Gäste haben möchten auf unserer 20-Jahres-Feier. Und das ist der Grund, warum ich heute, also jetzt da draußen stehe. Und ich würde euch bitten, die von euch, die nicht jetzt sowieso gerade am Smartphone herumtippen, weil ihnen langweilig ist, dass sie jetzt ihr Telefon zur Hand nehmen und den 9. Juni, das ist ein Freitag, aufsuchen. Na, ein bisschen mehr Begeisterung bitte. Ich sehe euch, ihr seid relativ gut beleuchtet, also bitte nehmt euer Handy raus. Wenn es ein Freitag ist, dann erinnere ich mich richtig. Und dann tragt ihr bitte ein, die von euch, die untertags aktiv sind, ab 15 Uhr, könnt ihr Kinder mitbringen, die von euch, die eher nachtaktiv sind, da beginnt der spannende Teil wahrscheinlich erst ab 18 Uhr. Also 9. Juni ab 18 Uhr, 20 Jahre ISPA, die weiteren Details folgen, weil die Information ist leider noch nicht so alt. Und ich habe gerade nur 5 Minuten, aber tolle Sache mit zum Thema Urheberrecht, vielleicht ein kurzes Schlaglicht aus unserer Sicht. Ein Wort, das wir im Moment sehr oft hören, auch in Brüssel, ist Wissenschaftspiraterie, wo es darum geht, dass Akademikerinnen und Akademiker sagen, sie würden gern forschen, sie würden gern zu einem Thema publizieren, aber sie sind in einer Bildungseinrichtung, das keinen Zugang zu Journals hat. Das ist ein Riesenthema. Und wenn man dann quasi hört, dass das neue Feindbild nicht mehr der File-Sharer ist, sondern Akademikerinnen und Akademiker, die sich auf dubiose Wege Zugang zu akademischen Aufsätzen verfassen, dann ist das komisch. Und was alles andere angeht, denke ich, werden wir uns bald wieder sehen, wenn es um das Sicherheitspaket geht. Aber es gibt auch eine Reihe von sehr spannenden anderen Initiativen, wie zum Beispiel die E-Evidence-Initiative der EU-Kommission, wo es darum geht, dass Polizeikräfte direkt auf ISPs in anderen Ländern zugreifen können. Da tut sich sehr viel und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da bin und sehe, wie viele Menschen sich für das Thema interessieren und dass ihr da wirklich dran seid und dafür sorgt, dass die Interessen von uns allen eigentlich gewahrt bleiben. Dankeschön. Danke. Auch fürs an die maximal 5 Minuten halten.